Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Es wurde ja oft nach Neuigkeiten im Fall von Rebecca Reusch gefragt und ich hatte ja gesagt, sobald es Neuigkeiten gibt, werde ich ein Video darüber machen. Und heute ist es soweit, denn es ist ein Video aufgetaucht. Und in diesem Video fährt der Schwager Florian am Morgen des Verschwindens von Rebecca mit seinem Twingo weg. Dieses Video stammt von einer Überwachungskamera aus der Nachbarschaft. Warum das Video erst jetzt auftauchte, ist unklar. Und so wie es aussieht, ist dieses Video erst einmal bei der Bild gelangt und die Bild hat jetzt dementsprechend das Video an die Kripo übergeben. In diesem Video geht es im Prinzip um den Kofferraum des Twingo. Und zwar die Frage, ob der Kofferraum des Twingo bei der Abfahrt tiefer hängt als bei der Rückkehr. Denn man vermutet, dass Florian an diesem Morgen mit dem Twingo den Leichnam von Rebecca eventuell weggefahren hat. Wie wir uns erinnern, vor genau 5 Jahren im Februar verschwand die damals 15-jährige Rebecca Reusch. Und es ist ja einer der mysteriösesten vermissten Fälle Deutschlands und das merke ich halt auch immer wieder daran, wie oft ich gefragt werde nach einem Video dazu. Und ich wollte eigentlich morgen nochmal ein Video dazu machen mit der ganzen Historie. Das werde ich auch noch machen, weil da ist mittlerweile ja sehr viel passiert. Ich blende euch jetzt gleich einmal die Bilder oder einige Bilder aus dem Video ein, denn das Video selber kann ich hier aus rechtlichen Gründen in mein Video nicht einbringen, denn dementsprechend ist es von der Bild und die könnten dann Probleme machen. Aber ich habe euch hier einmal die Screenshots eingeblendet und falls ihr das Video sehen wollt, ich habe auch den Link zu dem Artikel in der Beschreibung hinterlegt. Aktuell ist es noch ein Pay-Artikel, also ein Artikel, der hinter einer Paywall ist, aber oftmals ändert sich das im Laufe des Tages bei der Bild-Zeitung. So, wie wir wissen, Florian R. geriet sehr früh in den Fokus der Ermittler und bis heute wird er als Hauptverdächtige geführt. Allerdings hat die Polizei keine Beweise, die ihn als Täter überführen können. Und eben dieses Video belastet ihn erneut. Rebecca hat ja in der Nacht zum 18. Februar 2019 im Haus ihrer Schwester Jessica übernachtet. Und um 5.45 Uhr, so war seine Aussagen, kam der Schwager Florian von einer Party nach Hause. Und gegen 7 Uhr, so wird es gesagt, verlässt die Schwester das Haus. Und kurz danach hat eine Überwachungskamera in der Nachbarschaft dieses Video aufgenommen. Es zeigt um 7.24 Uhr, wie der himmelrote Renault Twingo des Schwagers die Straße nahe dem Haus von Rebeccas Schwester entlang fährt und nach 46 Minuten zurückkommt. Die Frage ist, wo fuhr er denn hin? Und eben die Frage, könnte es sein, dass das Heck tiefer liegt bei der Abfahrt als bei der Rückkehr? Was aussagen würde, dass sich etwas, vermutlich Rebecca Reusch, im Kofferraum befunden hat. Die die Polizei jetzt klären will. Wer fuhr den Twingo an diesem Morgen? Eben dann die Geschichte mit dem Kofferraum, das wir immer auf jeden Fall anhand des Videos feststellen können, also ob der Kofferraum tiefer hing. Ein privater Ermittler hat zu Bild gesagt, dass diese 46 Minuten, die der Twingo unterwegs war, ausgereicht hätten, zu einem nahegelegenen Sumpfgebiet zu fahren und Rebeccas Leiche dort zu verstecken. Eine konkrete Spur gibt es aber nicht. Wie ihr seht, ist die Polizei weiterhin massiv daran interessiert, diesen Fall zu lösen. Auch wenn es eine Zeit lang ruhig wird in diesem Fall, die Polizei arbeitet daran. Als Rebeccas Mutter ihre Tochter am Morgen des 18. Februar nicht erreicht, ruft sie den Schwager an und der sagte nur, Rebecca habe das Haus bereits verlassen. Er wurde zweimal verhaftet, aber immer wieder entlassen. Also, er war zweimal in U-Haft. Und die Bild hat sich dort natürlich wieder im Wohngebiet umgesehen, dort, wo Rebecca verschwand, in Berlin-Britz.
Vor dem Klinkerhaus ihrer Schwester steht jetzt ein neues Auto, so wird's berichtet. Alle Jalousien sind zu und ein Kinderfahrrad liegt herum. Wohl vom Kind, das Rebeccas Schwester Jessica mit Florian er inzwischen bekommen hat. Also, das sind die aktuellen News in dem Fall. Es ist jetzt einmal nur noch der Punkt mit der Kamera. Wahrscheinlich war es eine private Kamera und die darf eigentlich öffentlichen Raum nicht überwachen. Und demzufolge dürfte dann wahrscheinlich oder dürften diese Kameraaufzeichnungen nicht als Beweismaterial genutzt werden. Das könnte auch der Grund sein, warum diese Aufnahmen erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangen. Aber nichtsdestotrotz, diese Aufnahmen zeigen auf jeden Fall, dass kurz nach dem Zeitraum, in dem Rebecca das Haus verlassen haben soll, dieser Twingo eine Dreiviertelstunde unterwegs war. Vermutlich hat Florian ihn gefahren. Und wenn man um 5.45 Uhr von der Party nach Hause kommt, dann fährt man nicht um 7.24 Uhr ohne triftigen Grund mit seinem Auto irgendwo hin. Auf jeden Fall dürfte dieses Video Florian R. wieder einmal unter Druck setzen. Und ich hoffe, dass irgendwann ein ganz klarer Beweis vorliegt, mit dem man Florian R. überführen kann. Interessant in diesem Fall ist insbesondere immer noch der Punkt, dass die Familie Florian R. komplett schützt. Also der Öffentlichkeit gegenüber. Das ist sehr, sehr komisch. Denn alles deutet darauf hin, also sämtliche Indizien deuten darauf hin, dass er Rebecca getötet hat, meiner Meinung nach. Und diese Meinung haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. So, das war es dann erst einmal mit dem Update zu dem Fall von Rebecca Reusch. Ich werde natürlich heute massiv meine Augen aufhalten und auch in den nächsten Tagen. Und sobald es dann neue Informationen gibt, umgehend ein neues Video erstellen, damit ihr auch auf jeden Fall auf dem Laufenden bleibt. Ich bedanke mich auf jeden Fall einmal bei euch dafür, dass ihr euch auch dieses Video wieder angeschaut habt, beziehungsweise euch das angehört habt. Passt auf euch auf und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Tschüss!